Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Wizard und eigentlich wollte ich heute ein Schizotalk-Video machen, aber ich bin zu blockiert im Kopf. Ich kann heute nicht über das Thema reden, das ist nämlich ein schwerendes Thema, was ich jetzt angreifen wollte. Ich weiß nicht, was ich erlebt habe und das ist immer noch nicht ganz verarbeitet. Aber darum mache ich jetzt einfach ein Herbst, ich meine ein Frühlingsupdate im Wald. Okay, Nummer 1. Also ja, fangen wir mal so an. Es kommen jetzt zwei neue Channel dazu. Und zwar, weil ich ja bald zum Streamen beginne. Ich schätze, Mai kann ich anfangen damit. Da habe ich die ganzen Materialien zusammen, die ich brauche zum Streamen. Da werde ich Reaction-Videos und alles Mögliche machen im Stream. Und ja, dann gibt es einen zweiten Channel namens Wizard Streaming Highlights oder nur Wizard Highlights. Da kommen alle für die Streams die ganzen witzigen Sachen und alles Mögliche rein. Einfach die Highlights, was gut war, was ich als Highlight empfinde, könnte man sagen. Okay, und dann gibt es noch einen dritten Channel und zwar Wizard Gaming. Ich fange auch an zum Gamen. Das wird so ablaufen, ich werde die Streams von 9 bis 10 Uhr ein normaler Stream und dann von 10 bis 11 Uhr ein Gaming-Stream. Und das werde ich jeden Tag machen. Ich schaue, dass es sich ausgeht. Wenn nicht, dann kann ich euch nur über Twitter oder so informieren, weil man braucht 1000 Abonnenten, dass man dieses Feature freischaltet, wo man bloggen kann dann auf YouTube. Okay, gibt's noch was? Ja, ich schreibe wieder bei meinem Buch weiter, mein Schizophrenie-Buch. Das bedeutet ein Buch, wo alles genau drinnen steht, so wie es passiert ist, wo ich gedacht habe, was ich gefühlt habe und alles über die ganze Schizophrenie von vor 4 Jahren bis jetzt. Das wird noch länger nicht fertig sein, aber das ist auch ein Projekt. Dann will ich wieder luzides Träumen lernen, zum Rauchen habe ich aufgehört. Was gibt's noch bei meinen Update? Ja, das war eigentlich eh schon das meiste. Ich schaue jetzt noch. Das schaut einfach mega geil aus, der Ausblick da. Einfach geil. Okay, habe ich noch irgendwas Cooles? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Also genießt diese sonnigen Tage, geht's raus, chillt ein bisschen, alles cool. Und also ja, Corona, ne? Ich bin in einem Dorf, ich kann rausgehen, aber die, was in einer Stadt leben oder so, oder wegen der Corona-Pandemie. Das ist blöd, aber ich hab's gut, ich lebe in einem Dorf, also kann ich im Wald gehen, das ist easy peasy. Und ich hoffe, ihr könnt das auch machen, spazieren gehen ist eh noch erlaubt, halt nur in kleinen Mengen, zu zweit darf man glaube ich, aber ich habe gerade überhaupt keinen Durchblick da in der Lage. Also, ich bin raus, ich habe alles erzählt und jetzt peace out, meine liebe Community, bis zum nächsten Mal, was hoffentlich am Freitag ist. Sehr wahrscheinlich sogar, vielleicht wieder im Wald. Mal gucken. Okay, peace out, Leute.